Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit einem Rio. Und zwar, ja, viele werden sich es wahrscheinlich schon gedacht haben oder sich gefragt haben, wann kommt denn das mal bei dem lieben Rio Cut. Und zwar Armored Warfare ist jetzt aktuell im Early Access Status. Das bedeutet im Endeffekt sowas, wie kann man es nennen? Sowas wie eine Closed Beta vor der Open Beta oder so. Also früher Zugang. Early Access Gameplay Footage steht hier auch. Ich meine, dass es rein vom Gameplay-Status her Beta-Status ist. Oder vom Gameplay her Beta-Status ist. Und ja, im Endeffekt kann man jetzt schon ein bisschen rumspielen. Ich weiß noch nicht zu 100%, was alles resettet wird, weil es ja Early Access heißt. Das bedeutet eigentlich, dass es, ne, vom Gedanken her keinen großen Wipe mehr gibt. Ich nehme aber irgendwie an, dass es doch noch einen Wipe geben wird, ähnlich wie bei World of Warships beispielsweise. Ja, wie bekommt ihr Zugang zum Spiel? Ihr könnt euch aktuell eines der Pakete kaufen, die sogenannten Early Access Pakete, die gibt es auf der Seite von Armored Warfare. Gibt drei Pakete an der Zahl, einmal Soldat des Schicksals, Söldnerkommandant und Herr des Krieges. Soldat des Schicksals gibt es für 13,99, da ist glaube ich nur ein bisschen, ein bisschen Premiumzeit drinne. Der Zugang halt nicht großartig mehr. Beim Söldnerkommandanten gibt es dann schon mehr Gold, glaube ich auch Premiumzeit, da sind es dann irgendwie einen Monat oder so, ich weiß es nicht genau. Und einen exklusiven Kommandanten, der sieht dann so aus, ne? Ihr könnt ja hier einen Kommandanten auswählen, so ein Icon. Ich kann zum Beispiel sagen, hier, ich nehme den hier, bla bla bla. Beziehungsweise, ja, so halt, ne? Dann gibt es dazu noch ein Premiumfahrzeug und zwar, das kann ich euch zeigen. Das müsste es schon im Spiel geben. Das ist das Rang 4. Das hier, die Zalo, das Zalo S Mobil. Dieses schnieke Teil hier. Der Panzer, beziehungsweise das ist, glaube ich, ein... Ich weiß, bin mit den Icons muss ich noch, komme ich noch durcheinander. Das ist, glaube ich, ein Tank Destroyer. Ja, da unten steht es ja. Ja, Tank Destroyer. Also ähnlich wie bei WoT auch dieses Dreieck ist auch ein Tank Destroyer. Also den Panzerzerstörer bekommt ihr dann bei dem Söldnerkommandanten-Paket dazu. Kostet 27,99 €. Und das größte Paket, und zwar Herr des Krieges, das kostet 64,99 €. Das beinhaltet dann natürlich auch wieder Gold, ich glaube im Wert von 30 €, nochmal Premiumzeit, ich glaube 90 Tage oder sowas, einen exklusiven Kommandanten wieder, dann gibt es auch den Zalo S, dann gibt es dazu noch den MBT-70, das ist der hier, das ist ein ja, Main Battle Tank, also eigentlich ein, sowas in der Art wie ein schwerer Panzer, kann man sagen. Ich glaube, noch schwerere Panzer gibt es gar nicht. Gibt Main Battle Tanks, dann gibt es die Support Battle Tanks, glaube ich. Armored, das sind diese Fighting Vehicles, die sind so ein bisschen supportmäßig aufgestellt. Und dann gibt es die Arty, die Tank Destroyer. Irgendwas gibt es aber noch. Was ich jetzt da. Genau, ich glaube, das sind die richtig heavy. Nee, das sind die Light Tanks, genau. Das sind die Light Tanks. Light Tanks sind keine Scouts. Also ich glaube, die Main Battle Tanks sind dann eher sowas wie schwere Panzer. Ja. Nach aktuellem Status. Also Fighting Vehicle, Light Tank, Main Battle Tank, Tank Destroyer, Artillery. Das sind momentan die Panzerklassen, die es gibt. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Wie gesagt, den MBT-70 gibt es dann noch dazu. Dann gibt es noch zwei exklusive Fahrzeuge, die, glaube ich, auch momentan nicht im Spiel drin sind. Und die bleiben auch exklusiv für diese Herr des Krieges Personen ein Jahr lang irgendwie. Erst nach einem Jahr nach Release dürfen die dann oder werden die dann verkauft, so das Versprechen. Okay, aber ich würde sagen, ohne großartig schnacken, werden wir mal anfangen zu spielen und ich werde mir einen Dealer aussuchen, auf den ich mich konzentrieren werde. Ich persönlich mag ja die Leopanzer und so, ne? Leopard 1 und Leopard 2 AV und so, M60A3, die gefallen mir sehr gut. Die Russen sind natürlich auch nice. Deswegen ist das nicht ganz so simpel. Maratskovi Vehicles, ich werde, was ist ein BMP Deployment? Hier sind Recon Vehicles, Precision SPGs. Wir fahren einfach mal jetzt munter drauf los bei, mit dem M113. So, den will ich nehmen. Ja, hier gibt es dann natürlich später auch noch die ganzen Consumables, Ammo, Crew und so weiter und so fort. Ich werde es erstmal dabei belassen und werde einfach so in den Kampf starten und dann schauen wir mal. Ja,
Mittlerweile gibt es natürlich auch mehr Spieler. Wir haben jetzt auch schon ein Match gefunden. Da steht schon Joining Match unten. Die meisten tummeln sich natürlich auf Tierstufe 1 bis 3 noch rum. Das Spiel wird jetzt erstmal eine Weile so laufen. Man hat seinen Status. Jeden Abend gibt es jetzt immer so ein Zeitfenster, wo man spielen kann. EU-Server, glaube ich, von 18 oder von 17? Von 18 Uhr, meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Von 18 bis 21 Uhr, glaube ich. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob es die englische Zeitzone ist oder die deutsche. Nee, ich glaube, müsste passen. Ich glaube, 18 bis 21 Uhr ist dann immer so die Zeitzone momentan, wo man spielen kann. Wie gesagt, jeder kann sich jetzt das Spiel kaufen und kann sich Zugang dazu verschaffen. Ist so typisch EDSS-mäßig, machen sie bei World of Warships auch. Muss man selber entscheiden, ob man es gut findet oder nicht. Ich prinzipiell, weiß ich nicht, ob es mir gefällt. Ich unterstütze es jetzt mehr oder minder zwangsläufig, weil ich die Videos dazu gerne zeigen möchte, weil ich gerne dazu Gameplay zeigen möchte. Euch natürlich auch. Wer das nicht so gut findet, der kann natürlich immer noch warten und sagen, wenn es rauskommt, so Free-to-Play-mäßig, dann kann man sich das angucken und auch erst dann irgendwie Geld dafür ausgeben, ne? Aber, ja. So, wir fahren mal los. Haben hier so einen kleinen Ding mit Incendiary Bullets. Mir gefällt die Randbegrenzung hier übrigens wesentlich besser als bei WoT. Das muss ich nochmal gesagt haben, weil die schön so schwarz-weiß ist und nicht so rot. Habe ich nicht so das Problem mit Farbenblindheit und dem ganzen Quatsch. Ich werde mich mal kurz hier hinstellen und auf die Kollegen warten. Ich habe noch keine Ahnung von den Maps und so weiter. Ich habe die Maps zwar schon gespielt in der Alpha. Mal kurz nach den Settings gucken. Anti-Aliasing kann ich ein bisschen runterdrehen. So, confirm. Ich habe hier irgendwie gerade durch diese ganzen Partikel habe ich Frame Drops. Das gefällt mir nicht so gut. Für du bist Sync mache ich aus. Particles hier. Ich mache mal low. Ich glaube, das könnte an den Partikeln liegen. So genau weiß ich es aber auch nicht. Sound ist ein bisschen sehr leise. Ja, ich hätte alles einstellen müssen, Mensch. Tut mir sehr leid. Jetzt haben wir es. Jetzt ist es lauter. So, schauen wir mal, was wir hier anstellen können. Ich werde da mal rüberfahren. Da ist ein Fluss. Da fahre ich dann doch mal nicht drüber. Ich weiß nicht. Es gibt amphibische Fahrzeuge auf jeden Fall. Das weiß ich schon. Aber ich weiß nicht, ob dieses Fahrzeug amphibisch ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ob das Ding hier durch Wasser fahren kann oder ob ich da jetzt absaufen würde. Ja, ist irgendwie blöd. Ich will hier nicht die Speerspitze bilden. Aber ich werde hier fast dazu gezwungen. So. Da fährt doch ein M113. Kann ich auf den näher, der ist dahinter, wa? Ich stelle mich mal hier vorne an den Stein ran. Schauen wir mal. Ich kann hier so ein bisschen über die Edgeline vielleicht gucken. So weit kann ich ja schon vorfahren. Da haben wir noch einen anderen M113. Au! Natürlich gleich Engine und Driver weg. Ich wurde von einem Scorpion getroffen. Von dem da hinten wahrscheinlich, wa? No pen, no pen, no pen. Na. Viel mehr kann ich jetzt aber auch nicht hier auf den schießen. Kann ich eigentlich kann man nachladen? Ja, mit C. Mal eben nachladen. So. Was sind wir denn da? Da ist der Scorpion.
Sieh mal einer an. Haben wir noch irgend so ein kleines Vieh, was ich gerade nicht beschießen kann, leider. Doch. Ah, Sperrfeuer. Laden wir mal nach. So. Ich fahre da die ganze Zeit hoch, aber so, dass ich sie nicht treffe. Das ist bedauerlich. Wie viel da einfach steht. Ah, ich muss mir dringend ein Medpack gleich mal reinpacken hier. Keine Gun Depression, das Teil. Aber überhaupt keine. Ja, die bouncen natürlich jetzt gerade. Fupp, fupp, fupp. Oh je. Wieso charge nämlich so hart? Ah, ich muss hier weg. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Stirb, 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 stirb. Jawohl. Weg mit dir. So. Ich lade mal nach in der Zwischenzeit. Was steht denn da oben? Au, 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 au. Ja, prall ruhig an mir ab. Ja, verdammte. Ah, leider sind wir schon raus. Irgendwie ist unser Team weggestorben. Der Scorpion hat einfach mal 5 Abschüsse. Läuft bei ihm. Die hatten aber auch... Haben die denn 2er mehr gehabt? 1, 2, 3, nee. Dachte gerade. Doch, die haben einen 2er mehr. 1, 2 haben sie mehr. Aber ich glaube nicht, dass das was Ausschlag geben sollte oder Ausschlag macht. Aber unser Team captured gerade irgendwie das, die Gegnerbasis. Der Typ hier. Wenn er noch eine Minute captured. Ah, da kommt aber jetzt was. PT-76 fährt zurück. Und ein zweiter und ein dritter. Oh nein. Zack. Das war ein Skorpion. Also der Skorpion scheint sehr stark zu sein. Da ist einer mit 5 Abschüssen und einer mit 3. Aber in unserem Team hat der eine Skorpion nichts gerissen. Der ist AFK scheinbar. Gibt's schon AFK-Bots, ja? Zwei Typen irgendwie AFK. Boah, 4 zu 12, das ist ja wirklich ein Schlachtfest gewesen jetzt. Aber da habt ihr es gesehen, denkt an, bum, 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 bum. Klick. Der ist AFK, ne? Der Typ. Wir trotzdem sehen, was wir jetzt gemacht haben. Was ich an Schaden rausgedrückt habe. Ich glaube, viel war das nicht, weil ich bin oft gebounced irgendwo. Ja, 2 Leute AFK, leider. Hm. Frag mich, ob das wirklich so ein Botting mittlerweile schon ist oder ob das einfach nur Disconnect sind. Ob das mutwillig ist oder eher nicht mutwillig. Ja, die fahren jetzt durch. Aber die Map an sich, wie sie ausschaut, finde ich schon ganz gelungen. Sieht gut aus. Da kommt der immer noch 13. Der will was zum Kuchen abhaben. Und da ist der andere. Oh lol, ein Skorpion ist gestorben. Wodurch das denn? Der mit 5 Kills, der ist irgendwo durchgestorben. Ist ja interessant. Wahrscheinlich runtergefallen.
weil er auf dem Berg war oder so. Also so diese Hits, wenn der welche reinkriegt, das müssen wir aber nur überarbeiten. Das sieht noch nicht so toll aus. Das sieht noch nicht so doll aus. Ja, so viel zu diesem Match. Erste Defeat. Mal gucken, was man dafür bekommt. Ich glaube noch nicht, dass ich mir dafür einen zweiten holen kann. Team Performance. Oh, ich bin ganz oben. Hey, ey, ich habe doch eine ganze Menge Schaden gemacht. 1200. 33. Gibt es hier auch Spotting Damage oder sowas? Click to filter bei Spotted Enemies. 8 Enemies gespottet. Vehicle Reputation 157, Global Reputation 7. Crew XP. Ein bisschen unübersichtlich hier das Gute. Hier steht Damage, hier steht Spotting Damage. Ja, ein bisschen Spotting Damage habe ich gemacht. Schön, schön. Battle Defeat. Gucken wir mal, was wir brauchen, um das nächste zu freizuschalten. 400 insgesamt. Ja, gibt ja doppelt EP noch. Wenn man das dann schafft, dann müsste das reichen. Aber ich würde sagen, das war es dann erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Erste Folge Armored Warfare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.